Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Heute sitzen wir mal in der Su, also in der, nicht in der Su, in der S51. Gespielt von Tank 2009, also 2000 Unterstrich und dann noch eine 9. So, er befindet sich hier auf der Map Malinovka. Er ist hier Low Tier als AT, nicht ganz so wild und hat es hier aber auch mit 9er, also mit Tier 9 zu tun. Und wir gucken mal, was er daraus macht. Ja, erstmal sucht man sich hier eine nette Position, irgendwo im Busch oder unter Baum. Das ist ja nichts Neues. Wichtig ist hier immer, wie sich das Team verteilt. Einige schwören ja auf den Hügel da hinten. Andere halten davon gar nichts. Wir gucken mal, wie sein Team das hier macht. Ja, da dreht er die Maus. T34. Oh, und auch er spielt mit der Mod. Da sieht man mal den Vorteil von dieser Mod, dass man da schön durchs Haus zielen kann. Also durchs Fenster. Man muss natürlich trotzdem treffen. Er bleibt aber trotzdem auf dieser Ansicht hier. Und er trifft. Wow. Nicht schlecht. Jetzt hätte ich gern gesehen, ob er durchs Fenster geschossen hat oder ob der Schuss oben drüber ging. Ist auch nicht der Einzige, der drauf schießt. Und der T34, der hat wahrscheinlich auch jetzt schon irgendwie keinen Bock mehr. Er überlegt gerade, ob er auf dem T34 bleiben soll oder ob er sich ein anderes Ziel suchen soll. Wir sehen, die S51 hat eine ziemlich lange Nachladezeit. Ich weiß leider nicht genau, wie lange. Aber wir sehen, dass das dauert hier. Jetzt noch 31 Sekunden, wie er gerade schreibt. Er schießt hier übrigens mit Gold. Er macht einen Schaden von 1450. Der T34 ist raus. Durchschlagskraft von 260. Mit normaler Munition hat er Durchschlagskraft von 102. Und er macht mit der Goldmuni tatsächlich weniger Schaden, weil es HE ist. Okay. So, jetzt geht er auf den IS-6 in Schwarz. Der hat getroffen. Wir wissen leider noch nicht, wie stark der getroffen hat. Aber da. Oh, schön. Wow. Das war ein sehr, sehr guter Treffer. Er bleibt auch gar nicht drauf. Er möchte lieber auf den anderen T34 hier und hofft, dass der vielleicht aufgeht. Ich an seiner Stelle würde ja jetzt auf den Hügel aimen und mir den M103 nehmen, weil der 9er Tier ist und gefährlich. Ja, in Ermangelung anderer Ziele macht er es jetzt auch. Und wechselt dazu auch in die andere Ansicht. Der fährt hier auch einen sehr aggressiven Zahn. Risikoreich, meiner Meinung nach. Ah, da hat er leider nicht getroffen. Was macht er jetzt? Auto-Aim? Gut, das war wahrscheinlich nur, um sich mal zu orientieren oder so. Seine Gefahr abzuschätzen. So, haben wir noch ein IS-3 da stehen. Hinten fährt noch ein T54 rum. Der M103 ist raus und der IS-3 versteckt sich hinter seinem Wrack. So, gleich hat er nachgeladen. Dann kann er sich den IS-3 packen. Schuss geht direkt raus und trifft 709. Man sieht hier sehr schön, er ist nicht auf Kills aus, sondern auf Damage. Die Kills kann sein Team holen. Ist ja auch gar nicht schlecht, weil der Panzer, der hat dann in der Regel schon genug und stellt nicht mehr so die Bedrohung dar. Natürlich ist das Rohr dann noch im Spiel, das kann man alles sehen, wie man will. Ich finde es so eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt entscheidet er sich aber doch für ihn. Nee, doch nicht. So, da ist der IS-3 raus. Da steht mittlerweile 6 zu 3. Er schießt nicht blind. Jetzt wird er zum T54 gehen, der ja auch relativ starr da vorne ist. Wir sehen schon, wie der Kreis größer wird, da er sich so weit bewegt, dass der
Wirkungsbereich des Panzers hier nicht mehr hinkommt. Da muss das Fahrzeug sich quasi drehen. Oh, und der T-54 kommt vor. Mal gucken, ob er versucht, ihn in der Fahrt zu nehmen. Schwierig. Ah. Sehr schön. Sein Team räumt hier schon auf, ist schon beim Gegner, Cap. Er verlagert sich hier ein wenig. Genau, ein bisschen hinter den Hügel. Bisschen anderen Winkel drauf kriegen. Macht zwar nicht viel aus, aber hinter dem Hügel ist er erstmal vorerst safe, damit er nicht von dort oben irgendwie gesnackt werden kann. Obwohl ihn eh keiner aufmacht. Na? Wow. Obwohl er rechts daneben geschossen hat, ne? Also gezielt hatte. Ah, da kommt er leider nicht drauf, dass dieser fucking kleine Hügel. Aber der ST1 dahinter, der wäre doch was. Ja. Jetzt sieht er da hinten eine volle Badget. Also er ist hinter dem Damage hinterher auf jeden Fall. Natürlich stellt hier auch eine Gefahr da, die Badge. Da könnte er jetzt sogar blind reinschießen. Bin ja mal gespannt. Kann natürlich auch sein, dass die Badge sich da verzieht. Gespannt bin ich. Vielleicht kippt ihr nochmal einen Baum um. So, da. Blind. Der könnte getroffen haben. Ich habe keinen Splash gesehen. Also keinen Dreck, der hochflog. Aber da in den Gebüschen und so weiter auf die Entfernung, vielleicht hat man es auch einfach so nicht gesehen. Die war, glaube ich, voll, die Badget. Wir werden gleich sehen, ob sie Damage kassiert hat. Wenn sie aufgeht. Ja, die hat kassiert und hat daraufhin die Schnauze voll gekriegt. Und flieht. Oh, und gleich ist die Geschichte. Wahrscheinlich nicht unbedingt durch ihn. Wenn er die jetzt in der Fahrt trifft, dann fresse ich einen Besen. Die wird wahrscheinlich von jemand anders rausgenommen. Aber den Schuss will er trotzdem noch raushauen. Warum auch nicht, man kann es ja mal versuchen. Gut. Da kam erst ein Schuss. Alter Verwalter. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Auswertung an. Der Tod von oben. Da sehen wir schon die Auswertung. Er hat das Ding gemeistert, einen Schläger gekriegt und eine Gore-Medaille. Dann hat er auch Großkaliber gekriegt für seinen Schaden, den er gemacht hat. Wir sehen, er hat nur einen Kill, aber er hat hier mehrere Panzer beschossen an der Zahl 6. Und das hat er so gut gemacht, er hat damit 4.319 Schaden gemacht. Alter Verwalter. Nicht schlecht. Man bedenke, er ist ja eine Arti als Low-Tier gewesen. Und ich finde, dieses Replay ist eins der Replays, nicht das einzige, gibt zig davon, die irgendwie ein Stück auch beweisen, dass wir nicht unbedingt eine 10er Arti brauchen. Ja, wir haben keine 10er Scouts, auch wenn sie jetzt kommen sollen, aber eine 10er Arti ist irgendwie in meinen Augen, ich weiß nicht, das tut nicht Not. In meinen Augen, meine Theorie ist, dass das tiertechnisch anders geregelt sein muss mit den Artis und den restlichen Panzern. Das kann so irgendwie nicht so ganz angehen. Ja, er hat 8 Mal geschossen, 4 Mal getroffen, 4 Mal davon hat er natürlich Schaden gemacht. Das ist das Gute, wenn man trifft, macht man ja auch wirklich definitiv Schaden. Sehr schöne Runde an dieser Stelle. Er hat auch ordentlich Credits mit nach Hause nehmen können von denen, die er gemacht hat. Natürlich, er war auch nicht kaputt und nichts. Wenn er weniger Gold geschossen hätte, er auch mehr
Geld genommen. Was erzähle ich? Wisst ihr alles. Schöne Runde. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao.